Hallihallo und willkommen zum weiteren Sneak Peek Preview Event, wenn man es auch immer recht nennen möchte, zur neuen Modpack-Version. Ja, letztes Mal habe ich ja im Prinzip gezeigt, was passieren würde, wenn man die komplette Modpack, unser altes komplettes Modpack jetzt auf 1.11 umstellen würde. Und dieses Mal ist das Ganze ein bisschen anders, denn im Prinzip ist das ja ein völlig neues Modpack, wo ein Großteil der Mods immer noch vorhanden sind, allerdings. Könnte es auch sein, dass halt das ein oder andere Mödlein noch komplett aus dem Pack rausfliegt. Aus dem alten meine ich jetzt. Also sprich, wenn man die später dann zusammen mergen würde, dann könnte es durchaus sein, dass halt noch mehr rausfliegt. Bin ich noch nicht 100% sicher. Aber darum soll es jetzt erstmal hier nicht gehen. Ich möchte euch hier erstmal zeigen, was ich eigentlich vorhab. So rein von den Ideen her. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal in die Mindmap reingeguckt habt. Im Prinzip möchte ich das ganze Modpack deutlich linear aufziehen. Was bedeutet, ich möchte eine Progression einführen, sozusagen, dass man im Prinzip durch die Mods sich entwickelt. Was kurzum bedeutet, eine der wichtigen interessanten Designentscheidungen wird sein, dass man wahrscheinlich an RF, also allgemein an irgendwelche Energiesysteme und so weiter, erst nach, naja, ich würde sagen, bestimmt einigen vielen Stunden Spielzeit rankommen wird. Vorher gibt es schon andere Möglichkeiten, das Ganze quasi ein bisschen zu nutzen, alles so. Aber wie gesagt, reines RF wird wahrscheinlich erst kommen, wenn ihr einen bestimmten Fortschrittspunkt erreicht habt. Um das zu definieren, werde ich wahrscheinlich nutzen entweder die sogenannte Hardcore-Questing-Mode. Das ist im Prinzip ein Questbook. Da kann man zusammen mit Leuten eine Gruppe zum Beispiel aufmachen oder halt alleine spielen und man kann hier Quests rein implementieren, wo er dann sagt, okay, ich definiere irgendein Ziel, das muss erreicht werden und wenn ihr das Ziel erreicht habt, zum Beispiel als wiederholendes Ziel, dann könnt ihr jederzeit euch einen Gegenstand holen, der dann es erlaubt, im Prinzip die nächst höhere Modstufe quasi zu erreichen. Was kurzum bedeutet, die erste Modstufe wird auch dahingehend sein, dass es wahrscheinlich keine Erzverdopplung gibt. Was auch bedeutet, dass ich wahrscheinlich Tinkers Construct irgendwo zwischen RF, also zwischen der Energiezeit und jetzt quasi dem Early Game ansetzen werde. Und dort wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich auch irgendwie irgendwas töten muss am Ende, wo man dann sagt, hey, jetzt bist du quasi bereit, um RF oder halt Energie nutzen zu können. So, und für die Idee ist jetzt halt Folgendes aufgetaucht. Wir haben jetzt nebenbei hinten meinen Laptop noch an. Fürs Early Game habe ich einige Mods schon rausgesucht, allerdings es sind halt noch nicht alle ready. Das eine ist der so gute alte Super Crafting Frame, was im Prinzip nichts anderes ist als ein Item Frame, den man halt irgendwie in eine Kiste packen kann. Dann gibt man dem standardmäßig ein Rezept und man kann dann draufklicken und bekommt dann sofort raus, was man braucht. Beispiel ist, du hast die Kiste mit Holz und da klickst du drauf und bekommst dann sofort deine Kisten raus. Neue Kisten oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Spaß. Die anderen Mods sind zum einen Immersive Craft. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das Problem ist, die ist an sich von der Idee her saugeil. Das Problem ist, die wird natürlich durch Standard Minecraft ziemlich unterwandert. Die Immersive Craft ist dazu gemacht, dass man im Prinzip alles Mögliche mit direkt in der Aktion macht. Es gibt keine GUIs, beziehungsweise keine Inventar-GUIs dafür. Was kurzum bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buch ablegen möchte, dann gibt es hier normales das Bookshelf. Leider ist das Buch hier nicht registriert, deswegen funktioniert das nicht. Aber ich könnte zum Beispiel diese Hopper-Ducts. Könnte ich einfach hier in meinen Regal reinlegen. Klick. Dann liegt es da drin. Wenn man natürlich weiß, was da drin liegt, dann kann man das natürlich schön nutzen. Es gibt aber jetzt halt, wie gesagt, keine Möglichkeit, außer halt mit Shift zu gucken, was da so drin liegt. Man kann halt drüber fahren. Ihr seht es oben dann in dem neuen Weiler, was hier gerade drin ist, drin zu finden ist. Also hier zum Beispiel die Hopper Ducts, hier Dirt, hier liegen Rocks. Aber mein Time Set 6 oder beziehungsweise Day. So. Beziehungsweise, ja, ist halt. Müssen wir mal denken, ob das wirklich gut ist oder nie. Geil finde ich allerdings, dass man hier zum Beispiel den Bookstand zum Teil für Bücher benutzen kann. Also einfaches Beispiel sind die Manuals von den beiden Mods, zum Beispiel Aquamanda. Legt man hier rein und dann kann man hier direkt quasi drin rum suchen. In den Büchern. So, also von der Idee her ist, wie gesagt, Immersive Craft schon ganz interessant, allerdings weiß ich noch nicht, ob sich das wirklich gut
einfitzelt in die Mod, oder beziehungsweise selbst wenn, man kann ja immer noch die normalen Kisten craften, also für die da keinen Bock haben, können das natürlich wohl lassen. Ich finde es vielleicht ganz interessant so für Werkzeuge und so weiter, weil man die jetzt so irgendwie in die Shelves reinhängt. Oder halt die Bücher, muss ich mal gucken, ob man da gewisse Sachen noch freigeben kann, ob man jetzt zum Beispiel später das Questbook auch direkt hier reingeben kann. Das sind noch so ein paar Sachen, die sind noch offen, die muss ich testen. Aber ansonsten finde ich die Mod schon ganz interessant. Dann haben wir noch, was ich gerade schon angemerkt habe, war Aquamunda. Das ist im Prinzip ähnlich wie Immersive Craft, nur für Flüssigkeiten. Dort muss ich halt immer testen. Es gibt ein neues Farmland und ein paar so lustige Spezialitäten. Und auch einige Braurezepte für Futter. Allerdings muss ich halt schauen, ob das sinnvoll ist oder ob das am Ende völliger sinnloser Mehraufwand ist sozusagen. Und so ultra viel bietet die Mod halt momentan auch nie an. Dementsprechend erstmal testen, weil wenn das sonst nichts bringt, dann fliegt die halt wieder raus. Gut, weiterhin haben wir als Early Game Zeugs Progressive Automation. Leider ist das Problem, dass die Mod noch nicht Version 1.11 da ist. Das ist halt einer so der Punkte. Progressive Automation ist im Prinzip eine Mod, die am Anfang ohne RF auskommt und später mit RF arbeiten kann. Was bedeutet, wir können zum Beispiel am Anfang schon eine Farm erstellen und die Farm arbeitet im einfachsten Fall, indem ihr Kohle reinwerft. Der Reklam dürfte die Mod schon kennen aus Agrarian Skies damals. Im Prinzip, die wurde jetzt auch sinnvoll erweitert. Und es ist aber halt so, dass ich einige Sachen natürlich dann einfach wegwerfen werde, sodass dann nur der Early Game Kram übrig bleibt. Und sodass man dann schon im Prinzip in den ersten Spielstunden sich hier eine einfache, zum Beispiel Weizenfarm aufbauen kann, die dann einfach Kohle braucht. Oder eine einfache Holzfarm. Dementsprechend wir, wie gesagt, die werde ich ein bisschen zusammenschnibbeln, sodass wir nur das kriegen, was wir dort wirklich brauchen. Dann ist weiterhin drin Cooking for Blockheads. Die ist schon da. Seit vorgestern übrigens. Und die kennt ihr schon aus dem aktuellen Modpack. Im Prinzip könnt ihr euch hier eine kleine Küche zusammenstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, und könnt dann aktuelle Essensrezepte und so weiter direkt über diese Mod craften. Gab es auch ein Book, ich weiß nicht, ob man die mittlerweile craften kann, die No-Filter Edition. Da stehen alle Essensrezepte drin, die es derzeit im Spiel gibt. Wie ihr vielleicht auch seht, es gibt Pam's Harvest Craft für 1.11, allerdings habe ich die Mod rausgeschmissen. Weil ich denke, wenn wir jetzt noch andere Mods hinzufügen und diese Mods fügen auch wieder Essensrezepte hinzu, dann kommen wir am Ende bei einem Punkt raus, wo man schon, ich sag mal, relativ zufrieden sein kann. Ich fand Pam's Harvest Craft, zum einen ist es codetechnisch eine ziemliche Katastrophe, das kann ich einfach mal so anmerken. Ich habe jetzt vor kurzem mal ein bisschen versucht rumzugucken, um mal ein paar Sachen rauszufinden für die Mod. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass Pam's Harvest Craft so viele Sachen hinzufügt, dass man am Ende, keine Ahnung, sucht man sich halt in Anführungsstrichen das Beste raus oder das, was einem am einfachsten erscheint von der Preis-Leistung und am Schluss hat man wieder, keine Ahnung, zwei, drei Rezepte, ist happy und dann war's das. Das heißt, von der ganzen Mod nutzt man normalerweise, keine Ahnung, vielleicht 3%. Und das sehe ich halt als einer der Gründe, wieso man einfach sagen kann, da kann man doch drauf verzichten. Gut, was haben wir noch Feines? Das war Cooking for Blockheads. Dann natürlich hatte ich vor, reinzubringen Tiny Progressions. Die Mod ist jetzt durch Sky Factory aufgetaucht. Die hat zum Beispiel einen Growth Crystal. Allerdings werde ich den komplett deaktivieren, denn der ermöglicht quasi, dass Pflanzen deutlich schneller wachsen. Und gleichzeitig wird halt das ganze Farmland sofort mit Wasser quasi in Verbindung gebracht. Allerdings gibt es einen kleinen Block, den finde ich voll wirklich, wirklich hilfreich, und das ist ein einfacher Cobblestone-Generator. Er kann intern bis zu 32 Cobblestones speichern und davon gibt es halt drei Versionen, die unterschiedlich schnell sozusagen arbeiten. Und da momentan Thermal Expansion von damals ja nicht mehr verfügbar ist und es nur eine wirklich mir bekannte andere Version Möglichkeit gibt, um Cobblestone jetzt nicht über manuellen Wege herzustellen, dachte ich mir, könnte man die Mod mit reinwerfen, gerade weil ich gesehen habe, dass die Ladezeiten von solchen kleinen Mods am Ende wirklich nicht so krank ins Gewicht fallen, wie ich eigentlich dachte. Dementsprechend, es könnte durchaus sein, dass hier in den neuen Modpack viele, viele so eher kleinere Mods noch mit reinkommen, die dann ja, halt erlauben,
einzelne Sachen sozusagen mit hinzuzufügen. Außerdem bringt Tiny Progression noch eine einfache Watering Can. Da gibt es momentan auch nur eine von Extra Utilities. Und Extra Utilities selbst ist zwar momentan noch im Modpack drin. Ihr seht ja hier. Allerdings bin ich am Überlegen, ob man es rausmacht. Denn das ganze Zeug, der Angel Block ist wirklich hilfreich, das kann ich sagen. Der ganze andere Kram, die ganzen Stones sind interessant. Compressed Cobblestone, das braucht man nicht unbedingt. Dann hat man hier Creative Chests, dann hat man die Spikes. Dafür gibt es auch andere Möglichkeiten, die wüsste ich nicht mal, ob ich sie aktivieren lasse. Ender Lilies sind meiner Meinung nach immer noch overpowered. Das Ineffable Glass, das ist noch ganz interessant. Und ja, dann gibt es hier 5 Millionen verschiedene Öfen und Generatoren. Die würde ich wieder alle komplett deaktivieren, denn ich bin kein Fan von einem Undeath-Generator, der einfach nur, keine Ahnung, Knochen verbrennt und kriegt dafür RF später. Wesentlich, ich halte solche Sachen für totalen Schwachsinn. Ja, und dann gibt es ja noch halt, der Mechanical User ist auch so ein richtig geniales Gerät. Mechanical Miner ist noch ganz interessant. Es sind ein paar Sachen, die sind wirklich, wirklich gut in der Mod. Es könnte durchaus sein, dass ich im Prinzip alles andere ausschalte, was ich nie brauche. Das ist einer der Vorteile von Extra Utilities. Man kann in der Config im Prinzip die kompletten Blöcke, die man nie braucht, einfach abschalten. Auch cool ist, das habe ich jetzt im letzten Log gelesen, es gibt eine neue Trash Can sozusagen. Also, ich habe mich ein bisschen gewundert, was die machen soll. Es gibt hier eine Trash Can, es gibt eine Trash Chest. Die Trash Can kennt ihr ja schon. Haut was rein, ist weg. Trash Chest andererseits ist eine normale Kiste und wenn die voll ist, dann löscht sie. Also ist im Prinzip nichts anderes als ein Storage Drawer mit Void Upgrade. Das sieht aber auch cool aus. Also deswegen ja, auch so ein Ding, was ich halt gerne behalten möchte. Genau, das ist halt Extra Utilities, muss ich gucken. Das ist vom Balance-Technischen ein bisschen schwierig, aber das ist momentan die einzige Variante, wie ich kenne, um Cobblestone-Generator im Prinzip herzustellen. Und selbst das ist gar nicht so ohne, weil man hier halt ein paar Mining-Upgrades und so weiter braucht. Jetzt brauchst du schon Gold, Eisen und hast du nie gesehen. Und ich glaube sogar eine Enderperle. Ne, Enderperle brauchst du nicht, brauchst du was Dummes. Ja. Wie gesagt, das sind so Sachen, die muss ich jetzt nochmal bedenken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich extra natürlich dies rauswerfe. Dafür ist eigentlich zu cool die Mod, als dass man sie komplett entfernen möchte. Gut. Was haben wir noch Feines? Das ist jetzt das. Dann Tinkers Construct habe ich schon natürlich gesagt. Das fliegt aber wahrscheinlich ein Stück nach hinten, damit wir halt die Erzverdopplung ein Stück nach hinten kriegen. Dann habe ich drinnen eine neue Mod fürs Erkunden. Die nennt sich, glaube ich, Ad Infernium. Ad Infernus. Inferos. Da pisst mich eigentlich bloß der Modname so übelst an. Dass der hier so vor sich hineiert. Aber ich glaube, da kann man nur etwas drüber wegsehen. Die Mod erlaubt es im Prinzip im Nether noch ein paar lustige Rituale und so einen Scheiß durchzuführen. Und ich denke, die Rituale werde ich dann dafür nutzen, um quasi die Progression festzusetzen. Enderdrache macht sich schlecht, weil den muss man ja erstmal wieder erwecken. Und das ist halt auch ein bisschen unschön für Spieler, die jetzt gerade das erste Mal dann ins End gehen. Und in Wither finde ich halt schon ein bisschen zu sehr Endgame. Und dementsprechend muss ich da irgendwie mal gucken, dass man einen sinnvollen Punkt findet. Was ich auch entschieden habe, oder beziehungsweise noch nicht hundertprozentig entschieden habe, aber es sieht fast danach aus, dass ich komplett Industrial Craft rausschmeißen werde. Ähnlich wie Forestry. Tut mir leid für die beiden, aber Problem ist, Industrial Craft ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also sprich, man hat nur Industrial Craft, man hat eventuell ein, zwei Add-ons und das war's. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich Industrial Craft einfach für den Punkt nicht mehr so, dass man jetzt sagen muss, hey, man spielt es jetzt zum 10. Mal, hey, cool, immer wieder das Gleiche. Und bei Forestry ist halt auch ähnlich. Forestry ist eine Mod, die ja sehr, sehr stark im Prinzip auf andere Mods basiert, also die eigentlich selbst nicht so ultra viel mitbringt, aber halt so viel interagieren mitbringt. Da ist aber auch so, Baumzucht macht eigentlich niemand, beziehungsweise hat schon dem oft mal gemacht und dann war's das. Bienenzucht hat auch irgendwie immer mal Fleisch gemacht, aber das war's. Dann die ganzen Engines sind nicht mehr wirklich in Anführungsstrichen konkurrenzfähig. Das Biomasse-System ist zu komplex. Die Baumfarmen, meisten nervt das und deswegen wird es auch nie genutzt. Und so können die halt immer weiter aufzählen. Bei Forestry an sich ist die Mod voll geil, aber nee, muss ich momentan sagen, wenn ich es nicht sinnvoll reingebalanced kriege, würde ich sie diesmal auch komplett drauf verzichten.
ist dann halt auch wieder eine Riesenmod, die quasi rausfällt. Genauso Railcraft, Solange Railcraft jetzt momentan nicht so verfügbar ist, wie es mal damals war, finde ich die Mod einfach so, wie sie momentan auf dem Server ist, mit für 1.10, ja, nie wirklich brauchbar. Beziehungsweise das Raid-System ist zwar ganz nett, aber da müssen wir halt gucken, ob wir da irgendwie das Raid-System nutzen wollen. Ja, wo machen wir weiter? Das wie gesagt Early Game. Gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne probieren möchte, aber Early Game im Prinzip wirklich so alles, was irgendwie automatisierbar ist und so weiter und was man so am Anfang als Kistensysteme hat, das ist alles quasi schon verfügbar. Nur möchte ich das Ganze quasi anbinden an, ja, ich sag mal, an das Eisenniveau oder irgend so ein Spaß. Alles, was man so ein bisschen Eisen braucht und wo man so ein bisschen was händisch machen muss, das ist alles quasi für mich Early Game. Später wird es dann darauf hinauslaufen, dass man halt mit diesem Buch bekommt man dann wahrscheinlich die ersten Items von Actual Editions. Die kennt ihr auch noch nicht, die Mod. Die finde ich aber an sich ganz interessant. Nur ich fand, die passte halt bisher noch nie in das alte Pack, weil das alte Pack schon zu weit vorangeschritten war, als dass die Leute wahrscheinlich diese Mod noch benutzt hätten. Hier gibt es auch ein paar Sachen, die ich balance-technisch ein bisschen schräg finde. Zum Beispiel ist der Drill, den es hier gibt, sehr, 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 sehr mächtig, weil er halt ein Upgrade-System bietet und dieses Upgrade-System halt auch relativ leicht erreichbar ist. Ich meine, das sieht alles so teuer aus wie mit irgendwelchen Diamantine Crystals und Emerald Crystals und hast du nie gesehen. Aber am Ende sind das Mechaniken, die halt auf die ganze Mod nur basiert. Und deswegen ist es relativ leicht ranzukommen. Andere Sachen dagegen finde ich cool. Zum Beispiel der Wurm. Den kann man kriegen am Anfang. Relativ einfach. Den kann man einfach zum Beispiel hier hin platzieren und der stirbt erst nach einem Tag oder irgendwas. Reellzeit habe ich jetzt eingestellt. Und ja, wie ihr seht, der macht genau das, was er hier tut. Der baut Farmland. Und dieses Farmland kann im Prinzip wird automatisch bewässert. Also die Würmer kriegt ihr einfach, indem ihr mit der Hoe durchs Grasland geht. Gibt später nochmal Informationen zu, aber ist für den Anfang halt voll geil. Ja. Also mal noch Feines, ein paar Mods sind wie gesagt noch nicht verfügbar. Wir können mal ganz kurz durch die Modliste durchgucken. Damit ich gesagt Actual Editions, wie gesagt, das ist so ein bisschen Midgame später. Ad Infernus, das ist für den Fortschritt später. Akashic Tome, damit könnt ihr die ganzen Bücher zusammenfassen, das ist wieder dabei, das ist bloß eine kleine Mod. Apple Skin für die Anzeige von den Hunger-Leveln. Immersive Craft habe ich schon gesagt, Aquamanda habe ich gesagt, Mofo Tool ist für die ganzen Ranges, die man dann zusammenfassen kann. Psy weiß ich noch nicht, ob die Leute nochmal verwenden wollen, ist halt, wie gesagt, so ein bisschen eine Art Pistole programmieren. Bietet ein interessantes und vollständiges oder sehr umfangreiches Tutorialsystem, ist ziemlich mächtig. Nicht overpowered, das kann ich auch dazu sagen, fand ich zumindest bisher nicht. Und ist vor allem eine relativ kleine Mod und ist ein bisschen anders. Also, die ist auch im Early Game, könnte man sogar im Early Game verwenden. Die fällt so ein bisschen raus, ein bisschen wie Computercraft, die fällt irgendwie so ein bisschen am Rand raus. Quark, das ist so viele, ja, viele kleine Dinge. Die bleibt auf jeden Fall drin. Das sind so ein paar Erzgenerations-Klimmerer BIM und keine Ahnung, Basalt und Limestone und neue Treppen und hast du nie gesehen. Baubles brauchen wir später für Botania. Ja, Botania kommt wahrscheinlich mal wieder ins Pack rein. Hat man lange nicht mehr. Bedbugs. Das ist so ein Punkt, habe ich ja eine Umfrage gemacht. Und zwar gibt es eine Mod, die wir momentan drauf haben, die ja gar nicht in der Liste drin erscheint. Ist auch toll. Und zwar Blood Moon. Ich möchte gerne, dass alle paar Tage wieder ein Blutmond erscheint. Mit richtig fett Mob-Spawns und so weiter und so fort. Und ich wollte eigentlich bloß deswegen die Umfrage machen, um zu wissen, wie viele Leute sich schon von Sturm fühlen, gestört würden, fühlen, wenn die Nacht nicht mehr überspringbar wäre. Also sprich, wenn man halt nachts wirklich dann warten müsste, bis der Tag wieder anbricht. Denn wenn man jetzt sagt, man macht den Blutmond rein und ich sage, der soll alle 10 Tage erscheinen, dann sind natürlich 10 Tage, wenn die Leute die ganze Zeit die Nächte überspringen, deutlich schneller erreicht, als wenn die Leute die Nächte nicht überspringen. Und wenn sie sie nicht überspringen können, weil das halt vielleicht eine Mod ausschließt, dann hätte mich für mich den Vorteil, dass ich den Blutmond besser konfigurieren könnte und dann sage, okay, vielleicht alle 5 Stunden reelle Zeit einmal den Blutmond, dass die Leute dann, keine Ahnung, mal durch Zufall immer mal ihn mitkriegen. Genau. Bedbugs wäre dann halt quasi, das ist bloß eine Mod, um das Bett zu verlassen, falls man mal wieder diesen blöden Bug hat und man in dem Bett drin hängt, den es ja seit 1.8 oder 1.9 oder 1.10 oder sowas gibt.
Die könnte dann rausfliegen sozusagen. Das ist bloß, da kann man sich selbst vom Sofa kicken quasi, wenn man im Bett liegt und den Button nie hat. Bleiben zu Plenty, das gucke ich mal. Ich habe noch ein paar andere Mods im Hinterkopf. Finde an sich die Mod nicht schlecht. Allerdings müsste man eventuell mal gucken, dass man halt nicht mehr alle 50 Bio mitnimmt, sondern halt auch wieder ein bisschen ein paar ausgewählte, wie es damals schon mal hatte. Guide API Blood Magic ist wieder mit vom Start. Hier ist der Blood Moon doch, okay. Blood Magic hat mir wirklich in den letzten, ich habe mit den letzten zwei Modpacks jetzt ein bisschen mit Blood Magic gespielt. Und die Mod ist verdammt gut gebalanced und macht verdammt viel Spaß. Man muss bloß erstmal reinkommen. Und man muss gucken, dass ich eventuell dann ein paar Sachen noch balance, dass man halt, weil die Mod basiert irgendwie auf einer Art Mob-Spawning-System, dass man halt am besten einen Mob-Spawner hat unter seinem Altar. Da gibt es momentan nicht so ultra viele Möglichkeiten, das Ganze günstig zu tun. Ist ein bisschen schwierig dahingehend. So, wie gesagt, Blood Moon, Chameleon, Spurs und Boom. Chest Transporter habe ich jetzt so eingestellt, dass man damit wirklich nur Kisten und Storage Drawer transportieren kann. Weil ich ansonsten gesagt hätte, hier ganze Monster-Spawner rumschleppen, ist irgendwie eine sinnlose Idee. Chisel ist natürlich dabei, Chisel Spitz ist dabei. Cooking for Blockheads hat man schon. Die Resonance weiß schon nicht hundertprozentig ist. Vielleicht werde ich die Mod ein bisschen forcieren. Die ist nämlich auch ganz interessant gebalanced. Das ist im Prinzip wie ein alter IC2-Reaktor in Anführungsstrichen. Ist ein bisschen einfacher. Man hat im Prinzip einen Kristall, den man unter der Erde findet. Den kann man heranzüchten sozusagen. Und je reiner der Kristall ist, umso mehr RF liefert er am Ende. Allerdings ist es halt so, dass der liefert auch gleichzeitig eine Radioaktivität. Die kann man dann halt einschließen über Obsidian, beziehungsweise eine verbesserte Obsidian-Variante. Und damit hat man eine endliche Energiequelle, die nicht ultra komplex ist, sie aufzusetzen. Und liefert halt ganz ordentlich Energie. Dynamic Lights, das ist eine Client-Mod, soweit ich weiß. Da ist es halt so, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel eine Fackel in der Hand hat nachts. Die 100%. Ich habe die Mod ehrlich gesagt noch mal nicht getestet. Und jetzt sagt man, hat eine Torch und es ist Night. Dann, abam, dann erzeugt die Lichtblöcke. Und wie ihr gerade schon seht, geht die Lichtberechnung doch ziemlich krass auf die, oh je. Hier geht ordentlich auf die Leistung. Ja, vielleicht schmeiße ich die Mod wieder raus. Ist wie gesagt clientbasiert. Das sind halt so nette Gimmicks wie Mobs, wenn die jetzt in Brand stehen und so weiter, erzeugen halt Lichteffekte. Und das ist rein clientbasiert, was den Vorteil hat, man kann im Prinzip auch durch die Höhle laufen, ohne dass. Also hier steht zwar da, dass die Mobs nicht spawnen können, aber klar können die Mobs spawnen, weil das ist bloß ein Client-Ding. Also im Prinzip braucht man halt keine Lampe mehr in der Höhle. Man kann es einfach dann die Fackel in die zweite Hand nehmen und dann gehst du runter, aber. Wenn das wirklich weiterhin so blöde leckt wie das hier, dann ja, dann schmeißt du Mod wahrscheinlich wieder raus. Gut. Und, boah. Mod Options, so. Das war Dynamic Lights. Dann Elevator, den kennt man aus Open Blocks damals noch. Das ist der mit 8 Wolle und einem einfachen einer Enderperle, um sich hoch und runter zu teleportieren. Fand ich halt schon immer ziemlich einfach und angenehm. Der Elevator von RF Tools ist zwar auch nicht schlecht, aber wenn es mal wirklich schnell gehen muss oder sowas, dann ist der halt einfach scheiße. Punkt. Exo-Utilities, Flat Cornered Blocks sind einfach nur Blöcke mit Farben. Foam Fix ist eine Client- und serverseitige Mod zum Helfen sozusagen. Pressure Pipes wird eher Endgame, damit man halt so viel Wasser durchschleifen kann. Generatoren kommen eher am Ende. Die Grabes-Mod habe ich auch wieder drin. Die fand ich eigentlich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht. Ich muss noch mal gucken, wie ich sie einstelle. Es gab ja noch die Möglichkeit, dass man dort damit Zombies spawnen kann. Und da wir Infernal-Mobs dann nicht mehr drauf haben, kann es halt auch nicht mehr sein, dass er plötzlich eine völlig overpowered Mob-Version vor ihm steht. Homecraft Mineware. Das ist eher was war Fun-Mod. Da muss ich schon mal gucken, ob wir die brauchen. Also. Da sind Bett drin und da sind Item Barrels und so weiter, die kann man halt auch hinsetzen und damit Items füllen. Ist halt so für den Anfang ganz lustig und sieht vor allem schick aus. Für die Leute, die es da ein bisschen interessiert. Okay, Candle. So. Ich weiß nicht, ob man die anmacht, keine Ahnung. Ja, und dann gibt es halt noch ein fettes Bett. Aber wenn man halt auch nicht schlafen kann, dann weiß ich halt nicht, ob ich die Mod drin lasse. Muss ich mal gucken. Ist eine nette kleine Mod für Gimmicks. Das mit der Fackel geht mir auf jeden Fall gerade tierisch auf den Senkel. Meine Fresse. Okay.
Hopper Ducts, ja, das ist halt, um Standard Vanilla Hopper zu verlängern, sozusagen. Damit kann man noch mit Hoppern auch nach oben hoppern und Items senden. Die würde ich gerne halt als Early Game benutzen, dass die Leute ein Item-System haben, was halt jetzt nicht ultra komplex ist, aber damit kann man vielleicht erstmal arbeiten. Hardcore Questing Mode, das muss ich einstellen. Weiler ist klar. In Control, das ist ganz interessant. Damit kann ich die Mob-Spawns kontrollieren. Das bedeutet, wenn ihr mal zum Beispiel dann plötzlich seht, dass unten in dem Lavasee in der Oberwelt über dem Lavasee ein Blaze rumhüpft, dann war es eine Änderung durch die Mod. Da habe ich übelst viele Kontrolle. Also auch, keine Ahnung, Zombie-Horden spawnen lassen und Haufen so Spaß, kann man alles mit der Mod machen. Muss ich mal gucken, was man da Feines so sich ausdenken kann. Iron Chests, die werde ich diesmal wahrscheinlich nicht groß verändern. Ich fand die das letzte Mal leider fast nicht mehr brauchbar, nachdem ich die teurer gemacht habe. Vielleicht schmeiße ich ein bisschen was raus, dass die halt nicht mehr so krank ist. Muss ich mal schauen. Was haben wir noch Feines? Klee Slabs, auch eine kleine sinnvolle Mod. Damit kann man die Double Slabs, zum Beispiel Stone Slabs hier, kann man wieder einzeln brechen. Also früher bei Standard Minecraft, das ist ja so, wenn man die jetzt brechen würde. Pick. Dann passiert das. Da fällt der komplett auseinander. Ich habe es schon ein bisschen umgestellt. Wenn man jetzt mit Shift einen Block abbaut, zum Beispiel den unteren Teil, dann fällt bloß der untere ab. Oder wenn man mit Shift den oberen Teil abbaut, dann geht bloß der obere Teil ab. Und die Mod bietet doch ziemlich viele Kompatibilitäten zu anderen Mods. Damit ist quasi gewährleistet, dass halt auch andere Slabs dann gleich damit betroffen sind, sozusagen. So, was haben wir noch Feines? Chisholm Splits, bum, Clay Slabs. Malices ist auch wieder dabei, klar für die Türen. Malices Blocks hat auch wieder die Vanishing Blocks dabei. Also, wenn man Redstone-Signal macht, dann gehen halt Blöcke für eine 5-Sekunden-Zeitspanne oder so weg. Ganz nett. More Overlays, nice, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Das hatte auch irgendwas Interessantes drin. Orgsquation, das ist auch eine richtig geile Mod. Da gibt es eine Einstellung hier, Orgsquation. Da mache ich mir jetzt wieder meine X-Maustaste rein, Maustaste 4. Und im einfachsten Fall, wenn ich jetzt sage, okay, machen wir das Gras. Zack. Da kann ich hier im Prinzip ein größeres Stück Gras mit einmal abbauen. Dieses Gras geht natürlich komplett unten auf die Durability. Ich weiß noch nicht, was ich da als maximale Fläche mache. Auf Guy Factory war es halt so, da war das im Prinzip nie begrenzt. Da konnte man einmal alles Mögliche abbauen. Aber im Prinzip kann man hier halt auch coole Sachen machen, wie zum Beispiel hier, keine Ahnung, ich will jetzt das Holz hier weg haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit dem Ding funktioniert. Ja, zack. Und da kann man im Prinzip alles, was zusammenhängt, hier ist. Wegräumen lassen. Geht unten normalerweise ziemlich krass mit vom Hunger. Vielleicht kann ich da ein bisschen einstellen. Also ich möchte die Mod nie machen, dass man hier einfach alles Mögliche mit am abbauen kann. Der Vorteil ist aber gerade, weil man zum Beispiel Bäume mit einmal fällen kann oder man kann das Ganze, man kann alle Blätter mit einmal fällen lassen. Und dafür ist die Mod wirklich geil. Deswegen, ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie einstellen kann, aber bietet viele, viele coole Möglichkeiten und Ideen. So, das war jetzt Excavation. Plattforms, auch eine coole Mod. Damit kann man ja, Plattformen erstellen, welches Zufall. So gerade für wenn man es Mineneingänge und so weiter baut später und dann keine Ahnung auch, aber keine Achterbahn im Prinzip mit dem Ding bauen. Schon ganz lustig. Random Things, davon werde ich mir das rausholen, was wir brauchen. Refined Storage für später als großes Storage-System. RF-Tools werde ich auch das rausnehmen, was man halt nicht braucht. RF-Tools Control, weiß ich noch nicht, ob ich es drin lasse. Hat, glaube ich, keiner verwendet. Das Ding ist ziemlich umfangreich. Kann man halt sau viel mit kontrollieren und Items hinterher schieben und Haufen so Krimskrams. Dimensionen vielleicht für später. Roots ist auch eine Early Game Mod. Weiß schon nicht genau, wo ich sie einordne. Da hat man halt auch so, keine Ahnung, ein bisschen Magie-Zeugs halt für den Anfang. Roots, dann. Soul Shards werde ich ein bisschen umstellen, dass es halt nicht mehr so overpowered ist, wie jetzt vielleicht auf 1.10er Version noch. Soundfilters, das ist ganz interessant, da sollte man eigentlich Mobs zum Beispiel durch Wände durch ihn nicht mehr hören. Also sprich, man sollte den Zombie-Spawner nicht mehr sofort mitbekommen. Spice of Life, ja, kennt man, muss ich wieder umstellen, muss ich mal gucken, wie ich es einstelle. Storage Drawers ist auf jeden Fall dabei. Weddles, fand ich lustig, das sind Pinguine. Die spawnen halt irgendwo am Eis.
im Eis und ja. Dann gibt es noch Wut. Wut ist voll krank. Wut ist eine Mod für Mob-Spawner im Endgame. Meiner Meinung nach im Endgame. Im Prinzip ein fettes, großes Mega-Ritual aufbauen, da eine Kuh reinstopfen und dann produziert das Ding Kühe. Beziehungsweise alles, was Kühe so produzieren können. Also ja. Das sind so ein bisschen die Mods, die ich so drauf habe. Können wir gerne schreiben, was ihr davon haltet, so bisher. Auf jeden Fall möchte ich halt eine Progression haben, die halt im Prinzip aufeinander aufbaut. Also Early Game, dann Actual Editions, oder dann kommt Tinker's Construct, dann Actual Editions, dann kommt Ender.io, vielleicht am Ende noch fettes Draconic Evolution hinten dran. Auf jeden Fall so eine Art ja, Progression-System, was man halt, wo man an bessere Sachen rankommt, indem man halt, ja, keine Ahnung, gucken, was erfüllt. Gut, und damit war es das erstmal und ich hoffe, es hat euch erstmal kurz gefallen. Ja.